Hey meine Lieben, willkommen zum neuen Video von mir. Heute kommen wie versprochen die Favoriten aus dem Februar. Und ich würde sagen, ich fange einfach auch gleich mal an. Es sind nicht so mega viele Produkte, aber ihr kennt mich ja. Ich erzähle immer ein bisschen gern was dazu. Und ja, ich fange mal an mit Balea Feuchtigkeit Konzentratkapseln. Die sehen so aus und ich habe zwar erst zwei benutzt, aber ich finde die wirklich gut. Ich hätte es echt nicht gedacht. Ich glaube, die haben sogar unter einem Euro gekostet. Und ich muss wirklich sagen, sehr schönes Gefühl. Also ihr seht ja hier, das sind so, ja, Kapseln und ihr löst man einfach gerade oben dieses Bommelchen ab und dann kann man da so eine Flüssigkeit rausdrücken und die, wenn man die schön in die Haut so einklopft oder einmassiert, dann gibt es wirklich ein sehr schönes feuchtigkeitsspendendes Gefühl. Nicht ölig oder so, sondern einfach schön angenehm und ich habe wirklich das Gefühl, die Haut ist danach sehr, sehr zart und sehr geschmeidig einfach. Ja, und das benutze ich meistens abends nach der Reinigung, weil dann einfach die Haut sehr schön aufnahmefähig ist und gefällt mir sehr gut. Wenn ich die leer habe, könnte ich mir gut vorstellen, die wieder zu benutzen oder nachzukaufen. Und hier steht auch mit Algen und Olivenöl und das finde ich sehr gut. Also das Olivenöl spürt man auch, das gibt eben viel Feuchtigkeit, aber wie gesagt, es ist nichts, was einem die Haut total zuklatscht, sodass man denkt, man ist so völlig, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es gibt manche Produkte, die einfach zu übertrieben die Haut voll pumpen mit irgendwas, ja, mit Öl oder Feuchtigkeit und das ist bei denen nicht so. Es ist einfach sehr schön pflegend und sehr angenehm und ja, wie gesagt, finde ich sehr, sehr gut. Dann ebenfalls für die Hautpflege finde ich es auch sehr gut, die Balea Augencreme Urea. Ich bin mir gar nicht sicher, ich habe die schon in dem einen oder anderen Video erwähnt, allerdings weiß ich gar nicht, ob ich sie schon in den Monatsfavoriten erwähnt habe. Ich finde sie auf jeden Fall extrem gut, also die ist mit 5% Urea und die hilft sehr, sehr gut gegen Trockenheit unter den Augen und das hatte ich lange Zeit sehr, sehr stark und seit ich die benutze, ist es immer weniger geworden. Es ist nicht so, dass meine Augen jetzt super feuchtigkeitsversorgt sind, aber es ist viel, viel besser als vorher und je länger sie benutzt, desto stärker wird das Ergebnis und ihr seht ja, also da ist noch so gut wie alles drin. Hier ist gerade mal hier oben so ein kleiner Rest weg und die wird Ewigkeiten halten, also mehrere Monate auf jeden Fall, weil da sind 15 Milliliter drin, hört sich erst nicht viel an, ist aber für eine Augencreme natürlich schon sehr, sehr viel und mag ich extrem gerne. Dann würde ich sagen, mache ich mal mit dem einzigen Haarpflegeprodukt weiter, was ich habe und zwar ist es von Dove Intensivreparaturspülung. Ja, die habe ich einfach mal ausprobiert, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Ich benutze ja ganz gern Dinge, auf denen Repair und sowas steht und natürlich können dir die Haare nicht reparieren. Ich meine, wenn die Spitzen halt kaputt sind, dann sind sie nun mal kaputt. Das kann man nicht wieder wegmachen, ja. Aber sie pflegt auf jeden Fall die Haare sehr gut und man spürt das. Man spürt, dass die Haare dadurch weicher sind. Man spürt, dass da einfach Feuchtigkeit ist und sie macht alles das, was ich mir von einer guten Spülung erhoffe. Ich hatte ja vorher die von Balea, diese Blonde Professional irgendwie und die war ja ganz schlimm. Also die hat fast gar nichts für meine Haare getan. Da musste ich schon eine halbe Tonne reinschmieren, damit ich überhaupt was bemerkt habe. Und da kann man sehr sparsam sein, hat ein sehr schönes Ergebnis. Und deswegen habe ich die diesen Monat sehr gern benutzt. Und ja, auch in der ist relativ viel drin, 200 Milliliter. Da kommt man auch extrem lang hin, obwohl jetzt, ja, darf es jetzt nicht super billig. Aber ich glaube so um die 2 bis 3 Euro, was sich aber wie gesagt lohnt, weil sie sehr ergiebig ist und ein sehr schönes Ergebnis macht. So, ich überlege gerade, was mache ich weiter? Ist eigentlich nur noch Kosmetik. Ich fange mal an mit einem Primer, den ich auch schon lange habe, aber jetzt inzwischen irgendwie häufiger benutze als damals. Und zwar den Catrice Prime and Fine, dieses Smoothing, wie nennt sich es denn? Smoothing Refiner for Invisible Pores and Lines. Ne? Also es soll einfach so ein bisschen Poren und leichte Fältchen schon sowas kaschieren. Und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich da schon sehr, sehr viel von benutzt. Also da ist schon gut die Hälfte weg, würde ich sagen. Und der riecht ein bisschen komisch, das ist so das einzige Problem und es ist natürlich sehr, ja, silikonlastig, aber so sind Primer normal. Ich habe noch nie einen Primer gesehen, der keine Silikone hat, aber ich mag es ehrlich gesagt auch ganz gerne, weil das wirklich die Haut sehr schön auf Make-up vorbereitet und gerade an Tagen, an denen ich einfach will, dass das Make-up mehrere Stunden gut hält und gut aussieht, benutze ich es einfach sehr, sehr gerne und ja, finde ich ein sehr gutes Produkt. Ist natürlich am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich dachte auch so, oh Gott, warum fühlt es sich so klebrig auf der Haut an oder so, ja, silikonmäßig einfach. Man spürt es auch am Anfang, aber es geht dann weg und es erfüllt seinen Zweck sehr gut. Von daher den besten Gesichtsprimer, den ich bisher hatte. Und dann habe ich auch schon mal kurz angedeutet, das ist ein Puder, das ich sehr gern benutze. Ich habe ja lange Zeit nur das MAC Mineralized Skin Finish benutzt. Das ist aber dann ja leer gegangen und es kostet ja 32 Euro oder so und das ist halt verdammt viel Geld. Und deswegen habe ich mir dann vor längerer Zeit schon das Fit Me Puder gekauft, beziehungsweise war das in einem Set mit dem Concealer
und der Foundation. Und Foundation und Puder benutze ich noch regelmäßig. Aber häufiger das Puder, wie ihr hier sehen könnt, da ist schon hit the pan sozusagen. Und das benutze ich auch immer mit diesem Ebeline-Pinsel. Der ist einfach für mich der allerbeste Puderpinsel, den ich kenne. Und ich mag das Puder sehr gern. Manchmal trage ich einfach nur dieses Puder, ganz normal Feuchtigkeitscreme drunter und das Puder drauf. Und ist natürlich dann sehr, sehr leicht und deckt jetzt auch nicht wirklich viel ab. Aber es macht ein schönes, rundes Rundum-Paket. Also es rundet das Gesicht einfach ab. Es sieht einfach so aus, als wäre man frisch und ja, alles super, ne? So gesund. Es sieht gesund aus, würde ich mal sagen, ja. Und deswegen mag ich es sehr gern. Es lässt einen also nicht totmatt wirken, sondern einfach nur mattiert, aber eben in einem gesunden Rahmen. Und das finde ich ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Und wie gesagt, mit dem Ebeline Puderpinsel war das diesen Monat, ein bisschen laut, diesen Monat ein sehr, sehr großer Favorit, das ich sehr häufig getragen habe. Dann eine Lidschattenpalette, die ich bei der lieben Sandylicious gewonnen habe. Ich habe ja da bei ihrem 10.000 Abonnenten Gewinnspiel gewonnen und da war unter anderem auch diese Absolut Matt Palette von Catrice drin. Und als die neu rauskam, dachte ich so, ach, die kaufe ich mir bestimmt nicht, weil matte Lidschatten sind eigentlich nicht so meins, ja, und ich habe sie mir halt auch nicht gekauft. Und dann war sie aber in diesem Paket und dann dachte ich so, okay, cool, ich probiere sie einfach mal aus. War aber so ein bisschen voreingenommen und dachte, ah, ich mag sie bestimmt nicht, aber ganz ehrlich, ich mag sie wirklich sehr gern. Also hier sind von hell bis dunkel ist da alles drin und ich benutze meistens diese zwei Töne hier. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Der wirkt jetzt hier ein bisschen, nein, der hier, nein, so, der hier. Der wirkt ein bisschen heller jetzt in der Kamera, als es eigentlich ist. Das ist eigentlich mehr so ein, Moment, ich weiß nicht, okay, ihr könnt es hier nicht sehen. Sorry, das Licht ist etwas zu hell, aber ja. Draußen ist es etwas dunkel, da muss ich ja künstliches Licht anmachen und so. Aber ja, es ist an sich einfach eine sehr schöne Palette und ich, wie gesagt, mag normalerweise keine matten Lidschatten, weil ich eher so der Glitzertyp bin, aber die gefallen mir doch sehr, sehr gut und gerade um auch Lidschatten in der Lidfalte besser zu verblenden, um einfach dem Auge mehr Tiefe zu geben, ne, wie das die Profis sagen, ja, sieht es einfach sehr, sehr gut aus und ich mag die wirklich gerne und wie gesagt, die ersten den zweiten und den dritten Ton benutze ich am allermeisten. Also das ganz Dunkle habe ich noch nicht benutzt. Es ist mir zu dunkel, weil ich halt auch eine sehr helle Haut habe und dann wirkt es zu krass. Also ich bin da niemand, der zu dunkle Augen schminkt. Ich mag es eher so, wenn es noch in diesen bräunlichen Haselnussbereich geht. Das ist eher so meins. So, dann noch zwei Produkte. Einmal noch eine Mascara und zwar die neue von Essence, die Lash Princess mit dieser grünen Verpackung. Einfach nur Force Lash Effect Mascara. Ich mag die normale Lash Princess auch schon extrem gern. Und die hat mich jetzt auch nicht enttäuscht. Also der Bürstchen ist so kegelförmig gemacht und sehr dicht gebunden. Ich finde die auch wirklich gut. Sie ist schon ein bisschen so verklebt Wimpern-Effekt mäßig, ne? Also, aber ihr wisst ja, ich mag das sehr gerne. Ich trage sie auch heute und sie ist für mich eine der besten Mascaras, die ich so in den letzten Monaten getestet habe und gefällt mir gut. Also ich wüsste jetzt gar nicht, welche besser ist, die normale Lash Princess oder die hier. Das wüsste ich jetzt gar nicht. Könnte ich euch echt nicht beantworten. Ich finde beide sehr gut. Ich finde, die normale Lash Princess ist noch ein kleines bisschen weniger intensiv. Also eigentlich würde ich sagen, dass die mir fast besser gefällt, weil sie einfach ein bisschen mehr Farbe auch abgibt und ein bisschen mehr diesen Fliegenbeineffekt macht, den ich ja sehr gerne mag. So, und dann zu meinem letzten Produkt ist einfach nur ein Nagellack von P2, den ihr auch in meinem Haul letztens gesehen habt. Und zwar eine Nail Foundation, um es genau zu sagen. Und zwar die Farbe 030 Skin. Und die habe ich schon sehr häufig in Videos gesehen. Und alle sagen dann immer, oder bei allen sah das immer sehr, sehr schön aus. Und ich fand den auch unglaublich toll und habe den mir danach gekauft. Und habe ihn jetzt auch schon einige Male getragen. Es ist ein super toller Alltagston, der einfach immer passt. Und der einfach sehr, ja genau, hier steht es, für natürlich schöne Nägel. Und genau das macht er auch. Er passt eigentlich so gut wie jeder Hautfarbe. Ich denke, das würde bei dunkelhäutigen Mädels sehr gut aussehen, sieht aber auch bei hellhäutigen gut aus. Und finde ich, ist einfach eine wunderschöne Farbe. Und ja, eben sehr, sehr, sehr dezent. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei Hochzeiten sehr schön aussieht, wenn man wirklich so die Nägel sehr dezent halten will. Und oder auch für den Job oder sowas. Es ist ein sehr schöner Ton und gefällt mir unglaublich gut. So, das waren jetzt schon meine Favoriten. Es war jetzt nichts Spektakuläres oder so, aber viele Dinge ändern sich halt auch einfach nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Monat 500 neue Produkte austeste, ja, und so. Das ist es halt nicht. Es sind viele Dinge, die einfach auch bleiben, gerade was Gesichtspflege angeht oder ja, Make-up-Sachen. Es gibt viele Dinge, die sich einfach nicht ändern. Wenn ich Sachen mal wirklich gern habe, dann habe ich sie auch Langzeit gern und ja, oder für längere Zeit gern. Und ja, genau, das war's jetzt. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und eine schöne restliche Woche. Bis zum nächsten Video im März, wenn wir uns dann wiedersehen. Und ja, bis dahin eine gute Zeit und
Ja, ciao, ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein.